Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Okay, wir sind jetzt hier in Marseille oder beziehungsweise in einem Teil von Marseille, was davon noch übrig ist, was die Ratten noch nicht verwüstet haben. Aber ich bin mal gespannt, wer dann jetzt hier nun eigentlich der Endgegner sein wird. Ich vermute mal, dass es Hugo. Wie eine Armee. Das sind sie jetzt auch. Mit Hugo als ihrem Anführer. Das war schon immer sein Lieblingsspiel. Erobern. Tja, da lebt jemand seinen Traum. Oh, Alter. Also, ich vermute mal... dass Hugo der Endgegner sein wird hier im Spiel. Denn wer soll da jetzt... was da drin ist. Denn wer soll da jetzt noch kommen? Ja. Gut, dann an die Arbeit. Okay, ich habe nicht genügend Material. Nee. Ja, denn wer soll denn da jetzt noch kommen als Gegner? Der Graf ist tot. Arno ist auch tot. Ja, da kann doch jetzt eigentlich... Sieh mal, wer überlebt hat. Da kann nun keiner mehr kommen als Gegner. Oh, Sophie, nun. Geh hier mir doch nicht im Weg herum. Eine Nelke. Die erste Blume, die mir Hugo gebracht hat. Kurz bevor wir dich kennengelernt haben, Lukas. Jetzt fühle ich mich alt. Die Blume zaubert sicher ein Lächeln auf sein Gesicht. Ja. Oh Mann. Das ist ja Wahnsinn, was hier abgeht. War er das? Er ist nun eins mit der Makula. Wir gehen da also wirklich rein? Es tut mir leid. Schon gut. Ich hatte meinen Spaß, denke ich. Und mein Boot ist sowieso ein Wrack. Doch sag mir, können wir es aufhalten? Wenn wir zu ihm gelangen, vielleicht. Aber das wird da unten bestimmt schwierig. Hör zu, ich gehe. Ich bin die, die... Amicia, wir brauchen das, was ihn mit dieser Welt verbindet. Und wir alle stehen ihm nahe. Also... gehen wir rein. Ich bin... Du lebst. Ja! Ist es gebrochen? Nein! Nein! Es ist nur... Geht es euch gut? Sophia ist verletzt! Ich versuche euch zu erreichen. Nicht bewegen. Sag ich doch, ich bin nicht gemacht fürs Festland. Fürs Fliegen auch nicht, wie du siehst. Entschuldige. Nein, bitte. Du hast mehr als genug getan. Lukas und ich haben das schon einmal erleben müssen. So in etwa. Eine Legende ohne Seeleute, hä? Das ist traurig.
Geh. Und komm mit ihm zurück. Wir sehen uns unter der Sonne. Geh weiter. Hugo ist ganz nah. Ach, jetzt. Ich muss erst Lukas finden. Erst Lukas. Ich gehe nirgendwo hin, Amicia. Wir kommen dich holen. Ich weiß. Los, geh. Also ich glaube, Sophia sehen wir nicht wieder. Und ich habe auch so das... Bist das wirklich du? Ich habe auch so das ganz... Amicia, hier bin ich. Hey. Und Sophia? So. Sie kann nicht laufen. Bleiben nur wir beide. Okay, ich habe hier... Okay, da habe ich von genug. Ich habe aber nicht mal... Wir können es noch schaffen. Siehst du das Mauerstück da unten? Die Ratten umgehen es. Treffen wir uns dort. Ja, aber warte, Moment. Ein Fehler und... Ich weiß, aber ich habe mitgezählt und sie halten einen immer gleichen Rhythmus. Wir können es zwischen zwei Wellen schaffen. Oh Gott. Na gut, na gut. Bereit, wenn du es bist. Ja, Moment. Keine Sorge, ich folge dir. Moment, Moment, Moment. Okay. Alles klar. Ja, aber bevor ich jetzt irgendwo hinrenne, muss ich erstmal gucken, wohin überhaupt. Ja, okay, gut. Ja, wohin jetzt? Los geht's! Oh, Vorsicht! Das Tor scheint zu klemmen! Warte! Bist du bereit? Denke schon! Sie kommen! Na los! Macht schon! Ja, aber wo muss ich jetzt? Ja, bitte. Was nun? Okay. Da müssen wir jetzt erstmal die nächste Welle abwarten. Gucken, wo jetzt überhaupt die nächsten Mauerreste sind, wo ich hin kann. Ja, aber wo kann ich denn da jetzt hin? Wo kann ich denn da jetzt? Okay. Und los! Na schön! Da! Lauf!
Alter, was ist das da? Wir sind da. Wir sind in Sicherheit. Na, die Brücke gehe ich aber noch nicht. Er ist da, Lukas. In Reichweite. Zieh dich an. Unter einer Decke versteckt. Als wärst du traurig. Der Nebel verdichtet sich immer mehr. Da drin muss einiges los sein. Was wird uns wohl dort erwarten? Schwer zu sagen. Vielleicht ein riesiger Tiegel, in dem die Makula Hugo und der Nebel verschmelzen. Die Visionen des getäuschten Kindes lösen sich in der Atmosphäre auf, verändern die Welt. Es ist die letzte Schwelle. Keine Naturgesetze mehr. Und wir müssen auch da hinein. Um deinen Bruder zu erreichen. Na schön. Muss das jetzt? Naja. Hol tief Luft. Hallo, Lukas? Lukas? Oh Gott! Lukas, wo bist du? Ich beende hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, däumchen ein Abo und sei das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye!